Start der Weinmusik kommt, aber die Sauce. Obwohl ich das auf meinem iPod habe, das habe ich mir angehört, das ist ein Scheißding, das ist auch mein kleines iPod. Ich muss auf mein iMac gehen, muss dort in das Programm gehen, muss einen Download machen und dann habe ich es schon auf dem Rechner. Und dann kann ich in iTunes laden und kann es von dort aus wieder in meine Wiedergabe fahren. Also x Schritte. Ne? Ich habe es stolz, ich habe es ohne anzurufen. Aber es war ein Öffentlich. So einfach war es auch über mich. Ja, glaube ich. Aber wenn wir mal die Logik so ein bisschen begriffen haben, so einmal so die Philosophie dahinter stecken. Ja, aber es soll ja bis Freitag wieder besser werden, oder was sagen Sie? Dann wird es halt schon nicht so kalt werden. Dann wird es halt nicht kalt werden, oder? Deine Schwester ist jetzt schon noch da, oder? Ich fahre am Sonntag. Führungsruhe, Märzschule, bitte links aussteigen. Tochter von meiner gestorbenen Schwester. Der Sohn von meiner. Am Montag, England. Da gibt es also doch. Das Allgäu, oder was? Ja, in München. Da treffen uns alle hin, noch mal einen Tag in München. Also am Montag bin ich nicht da, dann bin ich auch noch eine Demo. Am Dienstagmorgen fahre ich dann wieder von München runter. Das ist eine Family Reunion wieder dann. Genau. Ja, das ist schön. Bist du derjenige, der das zusammenhält, einigermaßen verhält? Nee, weißt du, das ist komischerweise bei Toxine in München. Ah, ja. Die wohnen in dem Haus, wo wir alle nachfragen. Gut. Die schaut, dass der Bildungsgarten und der Platz, das ganze Wohnung, wo wir anfangen sind, ist der hochgewöhnliche Zimmer. Da, wo ihr früher immer wart, eure Zimmer sozusagen. Ja. Toll. Stelle zur Linie 64, bitte umsteigen, bitte links aussteigen. Uli, der ist sehr gut auf der Gitarre, ganz prima. Aber vielleicht gehen wir heute Montag zusammen in den Hirschgarten. Ja, Biergarten, sonst haben wir vielleicht zu viel Aufwand für den Raum mit der ganzen Arscherei und Vorbereitung. Vielleicht gehen wir heute zusammen in den Biergarten. Achso, da hast du ja gerade berühmt. Ja, ich kenne ihn. Den kenne ich. Sehr schön. Ist ja gleich der erste, wenn man von Stuttgart kommt, eigentlich der erste hier. So rechts oder so. Ja, wenn du von Stuttgart kommst, dann fährst du über den Kanal, über den Nymphenburger Kanal, wo rechts der Schluss ist und links der Kanal. Dann fährst du drüber und noch ein Stück. Und dann kommst du eigentlich schon dorthin. Das ist der größte eigentlich. Ja, der bekannteste auch. Ja. Also da hat es 5.000 Leute hinein, da werden wir einen anderen Platz finden. Ohne zu reservieren. Das ist ja mit den Klobürsten, oder? Das gibt es ja nicht. Das gibt's ja noch. Haben wir immer noch. Wenn es schönes Wetter ist. Wenn es schlechtes Wetter ist, dann müssen alle da. Auf der Gina bestimmt innen. Wenn es mal 1.000 Leute hinein. Das ist groß. Eine Schwemme. Ja, das ist ein großes. Mehrere Räume, kleine, große, mittlere. Ruhbank, Fernsehturm. Zu den Linien U7, U8 und 70. Bitte umsteigen. Bitte schwemme. Links aussteigen. Schwemme, ja, das heißt, das ist ein Beton. Die Grüne ausgeschwemmt, nämlich auch. Die Grüne wird aus. Schwemme.
sitzt sie nicht oben an den weiß gedeckten Füßen, sondern holt sich selber den Druck, schwenkt den aus in der Schwemme. Ich schwimme mich ja eben und sich ist voll. Teil vom Hochbrenner. War das wirklich so, dass die Knöhe so kriegen? Das ist aus dem Jahr. Wie sah es denn an? Haben wir ihren Spazierstock gehabt? Oder ihren Drachle? Ja, weil ich schon so war, oder? Zu alt oder zu müde, oder? Da habe ich einen Stock halt da drin lassen. Entsprechend hat ja auch der Tisch, der hat immer nach erbrochenem gerochen. Also, das war letztes Mal in den 80er Jahren da. Das hat nach erbrochenem Abend. Jetzt habe ich gestern einen Mainz-Kongrill, wie heißt das? Der Sendung gesehen, da habe ich mal gedacht, in dem Bericht, wie nach der Nachkriegszeit wurden die Kinder von den Krankenkassen, von der Caritas, von so, auf so Erholungsheimen zu tausenden Sonderzüge, so irgendwo in die Erholungsheime. Da sollten sie natürlich gesund werden. Zuwendung bekommen und wie das alles heißt. Jetzt haben sie ein paar Leute gehabt, die haben gesagt, wenn das wirklich war, wie man das selbst hat. Meine Schwester, ich war da in so einem Ding. Genau, wie die erzählt hat, dick Affeur in so einem natürlichen Insel. Ist der Zuckerfest. Haben sie Sachen erzählt. Sie glauben es nicht. Zum Beispiel die Kinder, die waren in der Tat ja wirklich erholungsbedürftig, weißt du, da haben die. Manche sagen, den Vertrag haben die kurz. Dann wussten die, haben sie erzählt, dann wussten die, dass sie durchaus kurz haben, mit den anderen Tellen zusammen, mussten sie noch mal essen. So, ich sage, weißt du, und dann haben sie gesagt, auf Jahrling, warum jetzt hier rein? Eigentlich, warum? Weil ich diese Mutter habe, die haben gewusst, dass ich auch mal einen Ausgang gehabt. Thank you.